Ich muss auch was zu Bielefeld sagen. Das war der Schlechteste, der an erster Stelle war, der hier im Fußballstadion gespielt hat. Der macht doch keiner mehr was. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich muss aber einen Herzschrittmacher haben. Also mir geht er nicht. Aber ist ein Verfolger. Also muss ich schon sagen. Das ist natürlich auch wieder gekriegt. Ich kenne sie alle. Ich merke sie auch ganz gerne, die Jungs. Und Heidenheim hat sich doch wieder mit 1-0 abgekniffen. Aber es ist nicht gelaufen. Natürlich, das absolute Schwitzenspiel. Ja, hallo Timmer. Ich melde mich hier wieder. Outdoor. Wir sind draußen hier. Wunderbares Wetter. Also, die englische Woche beginnt und es wird wieder getippt. Ne, ich so schlecht lauriger mit meinen Dingern gar nicht. Ne? Aber der HSV hat mir natürlich wieder in die Suppe gespuckt. Aber es geht jetzt los, Jungs. Ne? Die Scheine und dann natürlich gleich von vorne rein. Ihr müsst wieder abonnieren. Ne? Alles logisch für die Hausenperle. Ja, Regensburg gegen Nürnberg, ja auch Regensburg, das sind ja, ist auch so ein kleines bayerisches Derby, würde ich sagen. Regensburg, Nürnberg sind auf Augenhöhe spielerisch. Nürnberg muss auch noch was tun, ich glaube Regensburg ist ziemlich raus. Ich tippe da mal ein 1-1 ein. Ja, für Osnabrück muss ich das einfallen lassen, haben geführt gegen Hannover und der noch verloren. Das ist natürlich nicht gut zu Hause an der Bremer Brücke. Ja gut, und dann haben wir natürlich Fürth. Hat gegen uns ganz ordentlich gespielt. Also ich tippte mal, aber wir haben ja nicht gespielt. Ne? Letztes Mal ist ausgefallen gegen Dresden. Also die müssen auch wieder anfangen. Ich tippte mal ein, dass Fürth das 2-1 gewinnt. Ja, Aue Darmstadt, das sind Aue ist ein Verfolger. Ne? Also muss ich schon sagen, hätte ich nicht erwartet. Also die gucken da oben vielleicht noch mit rein, wenn wir wieder patzen oder die anderen da oben. Und Darmstadt, muss ich mich wundern, dass die Truppe sich so zusammengerissen hat. Weil der Grabotzen ist ja schon gekündigt, der ist ja weg. Und die spielen immer noch guten Fußball da, oder zumindest am Böhmfalltor. Also dort tippe ich mal dran, 1-2. Ja, das ist natürlich auch wieder ein Gequiele, ne? Das ist natürlich ein Gequiele, Sandhausen auch wieder. Also ich tippe doch mal wieder ein 1-1. Also mehr geht da nicht. Ja, Hannover hat gewonnen, wunderbar, Karlsruhe auch. Ich kann das schon, wir haben ja mit Hannover auch eine Fanfreundschaft, da bin ich immer so ein bisschen ganz gut drauf. Also, Stadion ist ja egal, ob du auswärts oder zu Hause spielst, das gewinnt Hannover 2-0. Ja, ich drück natürlich Pippi die Daumen an Pippi, ne? Also, ich kenne ja auch doch viele Spieler, Knoll und Konsorten, Himmelmann. Ich kenne sie alle, ich merke sie auch ganz gerne, die Jungs, die tun mir ja auch nichts. Also, wenn sie gewinnen, ist schön, und Heidenheim hat sich doch wieder mit 1-0 an abgekniffen, aber das sind 3 Punkte. Ich drück natürlich Pippi, St. Pauli die Daumen. Und den wollen wir mal sehen, die haben 4-0 verloren, also muss ich jetzt wieder gut machen. Das lässt sich Joslugo kann ja auch nicht gefallen. Das gewinnen sie 2-1 gegen Heidenheim. Bochum Kiel, ja, Kiel hat mich natürlich überrascht. Also Kiel hat nochmal herzlichen Glückwunsch, ne, nach Kiel von Helmpeter. Aber Bochum ist auch, die sind auch gut in Schwung jetzt, ne, das muss ich schon sagen. Also Kiel auswärts Bochum. Also ich glaube nochmal, dass Bochum das, ich mache ja die Kiel, aber ich soll ja tippen, dass da Bochum das 1-0 gewinnt. Ja, das ist natürlich das absolute Schwitzenspiel. Also das hätten wir uns ja diese ich muss ja mal einen Herzschrittmacher haben. Ne? Also das hätten wir uns ja schon längst ersparen müssen. Aber es ist nicht gelaufen. Aber wie gesagt, wenn ich das nochmal, ich habe jetzt eine Nacht über geschlafen, der HSV also hat für mich nicht schlecht gespielt, wenn sie die Tore machen. Und mein 3-0-Tipp, da war ich doch nicht weit weg. Davon 300%ige Chancen, die sie da versaut haben. Ja gut, und der natürlich Stuttgart jetzt, die Davi fehlt. Und ohne Zuschauer, da passiert ja auch nichts. Also ich glaube doch, dass der HSV da 2-0 gewinnt. Ja, Bielefeld-Dresden, ja Dresden ist natürlich von der Rolle. Die haben ja noch nicht ein Spiel gemacht. Also ich glaube nicht, dass der Bielefeld das Ding da irgendwie noch versaut oder versemmelt. Aber wie gesagt, ich muss noch was zu Bielefeld sagen. Mit 10 Mann hinten drin, das war der Schlechteste, der an erster Stelle war, der hier im Fußballstadion gespielt hat. Also die haben das Spiel kaputt gemacht, aber sie haben 0-0 erreicht und das ist ja schon mal was. Aber wenn du so in der ersten Liga spielst, hast du keine Chance. Und wenn der Klose mal ausfällt, sowieso nicht, dann ist das Ding durch. Dann macht doch keiner mehr was. Aber ich tippe mal, sie gewinnen das 2-0. Bielefeld. Ja, Jungs, ja, ne, das sind meine Tipps, die kommen aus dem Bauch raus. Jetzt Corona ist ja immer Mist, aber da sagen ja einige Leute, das geht auch ohne Zuschauer. Für mich ist das Mist, aber ich bestimme das nicht und ich kann das auch nicht bestimmen. Ich hoffe, dass das nächste Jahr wieder richtig normal läuft und dann sehen wir weiter. Und dann natürlich, ich muss das natürlich sagen als Fan, nur der HSV.